als silbersicher und stehen im Finale. Wie haben Sie denn das gemacht, Erhard von der Linden? Er hat nochmal eine Gänsehaut gekriegt, sehe ich gerade, als er seine Frau gesagt. Ich alleine habe es nicht gemacht, denn wir haben also mit der Mannschaft uns von Spiel zu Spiel also haben steigern können. Wir haben Anfangsprobleme gehabt, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, das erste Spiel ist immer das Schwierigste. Und wir haben es also ganz gut drauf gehabt, also die letzten zwei Spiele waren dann eben wieder eine Steigerung und eben das Absolute. Und für uns natürlich sehr, sehr wichtige, dass wir jetzt die Silbermedaille schon am Hals haben und jetzt können wir nur noch besser werden. Ja, und der Erhard Wunderlich ist wieder der alte Erhard Wunderlich. Das heißt, er schießt Tore, 9 Stück insgesamt. Und davon wollen wir uns einige jetzt mal anschauen in einem kurzen Ausschnitt aus diesem Spiel von gestern. 7 Meter verwandelt, ohne jede Schwierigkeit. Erhard Wunderlich, Sie haben ja in den ersten Spielen eine ganz andere Rolle übernehmen müssen. Es war von vornherein also vom Trainer eben angesagt, dass ich eben die Mittelposition spielen soll. Und nach dem Ausfall bzw. der Sperre von Thomas Springer habe ich eben dann die halbrechte Position spielen sollen. Und ich glaube, ich habe die Aufgabe ganz gut gelöst, obwohl sie mir nicht unbedingt liegt. Denn in der Mitte hat man eben zu viele Aufgaben, dass man eben rechts und links eben arbeiten muss und jonglieren muss. Und dann eben sich selber dann zum Teil vergisst. Und das ist im Endeffekt ist es die Mittelposition, nicht meine Position. Ich habe ja jahrelang nur halb links gespielt und naja. Wie man hier gesehen hat, schießen Sie aber eben auch ohne aus dem Sprungwurf herauszukommen und ohne aus der halblinken Position, einfach aus dem Handgelenk und waren auch damit gestern sehr erfolgreich. Und ich nehme an, die Dänen waren sehr überrascht, dass Sie da plötzlich wieder in Ihrer alten Rolle aufgetaucht sind. Ja, vor allem, ich habe also gestern noch mit einem dänischen Spieler gesprochen. Die haben also in der Spielerbesprechung eben fest damit gerechnet, dass ich auf Mitte oder halb rechts spiele. Und Simon Schobel hat mir also am Abend vorher dann gesagt, du wirst morgen auf jeden Fall anfangen auf halb links auf deiner Stammposition und dann marschier mal. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Bedenken gehabt, dass ich auf meiner halb linken Position irgendwie schlecht zurande kam. Was natürlich doch passiert. Das ist ein Thema hier kurz vor der Pause. War noch 28 Sekunden Zeit. Und diese 28 Sekunden wurden von den Schiedsrichtern vertrödelt, weil die Uhr einfach nicht angehalten worden ist. Darüber sollten wir gleich noch mal reden. Und das Ende war dann, dass sie einfach den Ball in die Mauer werfen mussten, weil es gar keine andere Chance mehr gab. Und in der zweiten Halbzeit dann kam Michael Paul herein. Da hatten die Dänen inzwischen gespannt, dass der Erhard Wunderlich in seiner alten Rolle, in seiner alten Form massenhaft Tore wirft und hatten sie sehr viel enger gedeckt. Und dann haben Sie vor allen Dingen Michael Paul, wie ich das beobachtet habe, ins Spiel gebracht, aber ihn auch sehr angetrieben, ihm Selbstbewusstsein gegeben. Und er hat ein wunderschönes Tor nach dem anderen geworfen, insgesamt 5. Und das war, glaube ich, dann endgültig der Sieg. Es war natürlich zu dem Zeitpunkt auch wichtig, dass der Michael eben da getroffen hat, wo sie mich so eng genommen haben. Und eben, die Jungs haben mich dann auch sehr, sehr aggressiv gedeckt. Und die Mannschaft hält zusammen, wie man hier sieht. Also, ich habe ein Spiel gesehen, da war es also, da war gar nichts drin. Da war gar kein Siegeswille zu erkennen und das war gestern ganz anders. Ist wieder der alte Geist in der Mannschaft. Michael Paul. Ja, also der Vorteil von dieser Mannschaft bei diesen olympischen Spielen ist, dass eben nicht nur der Erhard Spiele machen kann, sondern dass er auch entlastet werden kann durch uns. Und in dem Fall war ich es gestern gewesen, dass ich also sehr gut getroffen habe. Und das also schweißt uns doch mehr zusammen, als wenn nur eine Person da ist, wo man immer sagen muss, er muss die Leistung bringen, sondern er hat sehr gut geworfen in der ersten Halbzeit und dann muss ein anderer einspringen. Sie haben immer Schwierigkeiten mit dem Selbstbewusstsein, habe ich den Eindruck, wenn so in den ersten 2, 3 Würfen was daneben geht, dann sind Sie sehr zurückhaltend, was nicht unsympathisch ist, aber gestern hatte ich das Gefühl, der Erhard Wunderlich hat Sie richtig getrieben, hat gesagt, jetzt ran und mach was. Hatten Sie auch den Eindruck? Ja, das stimmt, also ich orientiere mich bisher am Erhard, weil er für mich eine Person ist im Spiel, an die ich mich halten muss. Und er gibt mir auch sehr gute Tipps. Und das muss ich natürlich dann umsetzen in Tore. Nun war die Rolle von Erhard Wunderlich ja nicht unumstritten, vor allen Dingen in der Zwischenphase, die es ja im deutschen Handball gegeben hat, der negativen. Sie waren in Barcelona, in Spanien, weit weg vom Schuss, eigentlich schon abgeschrieben, kann man sagen, und sind dann wiedergekommen. Und jetzt waren Sie so stark, wie ich Sie nie gesehen habe oder schon lange nicht mehr gesehen habe, als der Kernpunkt dieser Mannschaft, der vorwärts getrieben hat, der jedem, der ein bisschen zögerte, wieder gepusht hat. Sind Sie in Ihrer alten Rolle völlig wieder da, in Ihrer alten Rolle auch in den Augen des Trainers? Ich möchte mal dazu sagen, dass eben durch die ganze Sache, die vorher gelaufen ist, die ist eben abgehandelt und die ist ad acta gelegt. Und zum anderen eben bin ich in eine Mannschaft reingekommen, die von vornherein eigentlich
nie irgendwie den Nimbus gehabt hat, dass man sagen konnte, ja, wir haben früher das und die Knibbeleien gehabt und da war mal was faul und da war was faul. Sondern es war eben eine junge, neue Mannschaft und ich habe eben mit dem Trainer mich darüber unterhalten, was man jetzt eben machen soll und wie wir es machen. Und habe mir gesagt, eben, du sollst eben versuchen, da die Mannschaft zu leiten und zu führen, durch, eben durch die, das Alter, was ich jetzt immer schon habe. Und die Mannschaft hat mich eben so akzeptiert. Und die Spieler untereinander feuern sich also unheimlich an. Es ist also nicht so, dass ich jetzt gerade dem Mike nur immer Tipps gebe oder so. Also ich nehme auch gern von einem jungen Spieler was an. Aber es ist in der Mannschaft eben im Moment so, dass jeder dem anderen irgendwo was steckt, wenn es mal irgendwo klemmt oder so. Und wir haben ja Spiele gleich am Anfang gehabt, wo es wirklich geklemmt hat. Mhm. Und da muss eben dann der Kampfgeist über alles gehen. Und dann entweder hilft der eine dem anderen oder er lässt sein und kann direkt nach Hause fliegen, so ungefähr. Etwas erschrocken habe ich eben gesehen, dass Sie Ihren Arm bandagiert haben, als Sie hier reinkamen. Fiel mir das gleich auf? Ist das was Ernsthaftes? Nein, nein. Es ist nur eine leichte Prellung und sieht nach viel mehr aus, als was es ist. Gehen Sie damit ins jugoslawische Lager? Nee, die haben davor wahrscheinlich keine Angst, denn das ist nicht mein Wurfarm. Nein, richtig. Die Jugoslawen sind der nächste Gegner. Es geht um die Goldmedaille. Eigentlich haben Sie alles erreicht. Sie können also ganz locker aufspielen. Michael, wie schätzen Sie denn die Chancen? Ja, ich habe mal gesagt, vor dem Korea-Spiel hatten wir 6:0 Punkte. Und da habe ich gesagt, wenn wir also das Dänenspiel gewinnen, dann traue ich uns alles zu. Und bisher war es immer so gewesen, dass wir gegen die jugoslawische Mannschaft immer gute Spiele gemacht haben. Und warum soll das nicht klappen, dass wir noch ein Treppchen höher steigen können? Simon Schobel und sein Assistenztrainer Heiner Brandt sind offensichtlich ein Gespann, das gut zusammenarbeitet, soweit man das von der Tribüne beobachten kann. Wie ist denn seine Meinung? Der Trainer hat auch gesagt, wir haben jetzt eigentlich alles erreicht, was wir erreichen können. Und wir stehen jetzt so kurz vor dem letzten Ziel. Und das Treppchen ist so nahe, dass man eben noch eine Stufe höher klettern kann. Wir sind nicht der haushohe Favorit, sondern die Jugoslawen. Wir können, glaube ich, ganz gelassen aufspielen. Und im Moment haben wir eben auch, glaube ich, eben die Ruhe und vor allem durch das, dass jetzt der Druck mal von außen weg ist, nicht immer wieder das Müssen und gezwungen sein, eben sich zu qualifizieren und Leistung zu bringen, hat die Mannschaft eben jetzt, glaube ich, den Vorteil, dass sie in der Phase jetzt aufspielen kann und nur noch gewinnen kann eigentlich. Frau und Tochter sind gesund und wohlauf, nehme ich an. Ja, Gott sei Dank. Der Wunsch Ihrer Frau hat sich schon erfüllt, nämlich, dass Sie erfolgreich heimkehren. Das könnten Sie jetzt noch richtig vergolden. Ja, so kann ich wenigstens meiner Tochter unter die Augen drehen mit was um den Hals. Da kann ich es irgendwie rechtfertigen. Ja, also das reicht jetzt schon, ne? Ja, nee, wenn man sich überlegt, wenn man die ganze Zeit eben, wir waren ja in Spanien fast die ganze Zeit miteinander. Mhm. Und dann jetzt die ganze Zeit die Trennung und vor allem sie war bei der Geburt da alleine und was sie da eben mit hat machen müssen ohne mich, ich wäre also gern dabei gewesen und das zehrt natürlich schon und ich weiß also ganz genau, sie zählt die Tage, die Stunden und dann, ich bin auch ganz froh, wenn ich am 13. in der Maschine sitze und am nächsten Tag dann sagen kann, so jetzt bin ich da. Also am Montag ist der Vater zurück, liebe Mutter und liebe Tochter Lana, die kann das natürlich noch nicht so auffassen, aber sie wird es später mal sehen, wenn sie vielleicht Aufzeichnungen sieht. Sie gehen jetzt in einen freien Tag, nehme ich an, oder? Ja, wir haben heute geschlossen frei. Wir bewegen uns heute ein bisschen in Beverly Hills, werden ein bisschen Shopping gehen und eben ein bisschen alles ein bisschen in Ruhe machen und mal den Stress von gestern vergessen. Und wir freuen uns auf das Endspiel am Samstag gegen Jugoslawien. Das wird im ZDF natürlich live übertragen. Wir hoffen, dass Sie weiter so erfolgreich sind. Wünschen Ihnen einen schönen, freien Tag jetzt. Vielen Dank, dass Sie da waren. Auf Wiedersehen. Charlie, wir zeigen jetzt, was